Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar ist es heute wieder soweit. Wir gehen rein in den Supermarkt-Simulator. Steigen hier rein. Oh, der Marktpreis hat sich geändert. Was hat sich denn hier schon wieder geändert? Das ist nicht gut. Oh, die Müsli-Chips sind teurer geworden. Ist alles irgendwie ein bisschen teurer geworden. Auch das geschnittene Brot. Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus mit den Rechnungen? Ich habe so ein bisschen Angst, nicht, dass die mir den... Oh, 10 Euro hier. Dass die mir den Laden hier bald zumachen. Produktlizenzen können wir uns leider immer noch nicht leisten. Aber das ist unser Ziel. Und das Ziel werden wir in der heutigen Folge, ja, angreifen. Lasst gerne mal ein Like da, wenn euch die Folge gefällt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ist die Frage, können wir auch hier von den Schokochips die ein bisschen teurer machen? Ja, guck mal hier, der Marktpreis ist 7 Euro. Boah, machen wir 7 Euro. Machen wir 7,10 Euro. Wir wollen ja hier auch mal ein bisschen hier Kohle machen. Machen 4 Euro Profit jetzt damit. Und was ist noch teurer geworden? Das Brot. Da bin ich mir so viel, aber ich würde sagen, wir machen die auch für 4,70 Euro. Ich kenne ja gar nichts. Ja, soweit schaut alles ziemlich gut aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was wir nochmal kaufen könnten, wäre hier Öl, weil das habe ich noch gar nicht gekauft. Zweimal Öl bitte und einmal, zweimal Puderzucker. Und dann werden wir es einmal kaufen und dann, ja, man, wir müssen ja auch uns ein bisschen weiterentwickeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir brauchen jetzt natürlich noch einen Preis für das ganze Öl. 4,50 Euro, dann machen wir mal 4,30 Euro daraus. 4,30 Euro machen wir mal aus dem Öl, da machen wir 2,80 Euro Gewinn. Und was machen wir mit dem Puderzucker? 5,80 Euro. Ja, machen wir mal 5,60 Euro. Das klingt gut. Genau. Dann den Rest sparen wir für unsere Produktlizenz. Dann würde ich sagen, wir machen den Laden mal auf. Wir brauchen trotzdem noch hier unten so ein bisschen Toastbrot. Das können wir ja nebenbei noch schnell mal kaufen. Nehmen wir noch zweimal Toastbrot. Das brauchen wir schon dringend, weil sonst geht uns das im Laufe des Tages irgendwann mal aus. Und die ganzen Leute sagen, wo ist das Toastbrot? Deswegen machen wir da mal noch ganz voll, damit es ein bisschen ordentlicher ausschaut. Was heißt ganz voll? So ein bisschen voller. Und dann sind die Leute da auch ein bisschen zufriedener, würde ich sagen. Da wären jetzt schon eine Stunde offen und es war noch gar keiner da. Hallo, kommen Sie gerne rein. Ja, sehr gut. Unsere erste Kundin heute. Was kauft sie? Die Schokochips. Ja, immer schön die Schokochips. Wenn ich die Schokochips hier gehen irgendwie am besten. Und nochmal Nudeln hier. Jawohl, das macht dann bitte 10,60 Euro. Und es gibt einmal 9,40 Euro für die gute Dame zurück. Hier haben wir einmal 10, 40. Jawohl. Und sie möchte einmal, jawohl, wunderbar. Einmal 8,60 Euro bitte. Oh, 18,90 Euro bekommt er. Ist ja richtig krass hier, du. Der macht uns ja richtig reich. Schönen Tag noch. So, der... Ja, nicht ganz so viel. 11,80 Euro. Dann bekommt 3,20 Euro einmal zurück. Jawohl. Boah, richtiger Großeinkauf bei ihr hier. Also machen wir einmal 23,20 Euro. Das ist wirklich viel, würde ich sagen. 23,20 Euro. Oh, bei ihm aber auch nicht gerade wenig. Das sind 16 Euro auch. Und die nehme ich auch mit Kusshand, würde ich sagen. Oh, wisst ihr, was wir jetzt erreicht haben? Wir haben die 200 Euro erreicht. Das heißt, wir können uns jetzt hier eine Produktlizenz kaufen. Das heißt, wir haben jetzt neue Produkte. Das ist ja mal richtig cool. Kann ich die jetzt auch kaufen hier? So, neue Produkte. Wir haben ja jetzt hier richtig viele geile Produkte. Wasserflaschen, die sind auch wichtig. Aber ich kann nicht so viel kaufen, weil ich habe keine Kohle. Aber Wasserflaschen kaufen wir einfach mal. Das könnte sehr, sehr gut werden. Die befüllen wir jetzt auch gleich mal hier, damit die Leute auch schön Wasser einmal trinken können. Bei den ganzen ungesunden Sachen, die ich hier habe. Was muss auf Fridge platziert werden? Was zum Fisch ist denn Fridge? Da muss ich gleich nochmal gucken, was ist denn Fridge, bitte. Oh, der möchte aber schon wieder viel hier haben. 22,70 Euro. Ah, hier kann ich Sachen kaufen. Ja, ich komme mal schon. Mann, ich muss hier auch mal was arbeiten, ja? Wechselgeld. 17 Euro bekommst du schon wieder. 2 Euro kriege ich da dann noch. Jawohl. Hallo. Sie möchten schon wieder hier die Choco-Dinger. Konnte. Ja, sorry, dass du Käse nicht finden konntest. Ich muss auch hier erst Regale kaufen. 200 Euro. Junge, ich bin noch nicht reich. Was meint ihr mit den ganzen Wasserflaschen? Trinke ich die jetzt selber erstmal oder was? Ist auch schon wieder 9 Uhr. Jawohl, letzter Kunde. Jawohl. Nochmal schön die leckeren Fridges hier. Nicht die Fridges. Die leckeren Schokodinger. Du auch nochmal, Mensch. Morgen fürs... Nee, die will Traubenzucker. Was machen denn die Leute hier? Hallo, ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte nach Hause gehen. Was soll denn das jetzt hier? Ich würde gern nach Hause gehen. Jawohl, oh ja, so einen Großeinkauf nehme ich natürlich auch nochmal gerne mit. So, 6,50 Euro bekommen sie, gute Dame. Schwarzer Kaffee, ja, tut mir leid. So, jawohl, Tag Nummer 3. Haben, ja, einen Profit von minus 41 gemacht. Das ist natürlich schlecht, aber insgesamt hatten wir 25 Kunden. Also es wird immer besser. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal Tag 3.
mach jetzt einfach mal den Laden komplett leer, sodass wir uns vielleicht den Kühlschrank kaufen können. Aber was genau, vielleicht halte ich euch auch nochmal auf dem Laufenden. Bis gleich. Oh, Mehl ist teurer geworden, aber Nudeln nach unten ist schlecht. So, Mehl wird jetzt für 4 Euro, ja, machen wir mal 4,30 Euro Mehl. So, Laden ist wieder ein bisschen aufgefüllt. Ich würde sagen, wir machen wieder auf. Jetzt haben wir auch nur noch schon wieder 17 Euro. Das wird auch niemals was mit dem Kühlschrank. Ich sag's euch. Naja, jetzt werde ich die ganzen Kunden mal abkassieren und wir sehen uns am Ende des Tages wieder. So, ich habe jetzt unseren Laden mal hier eine Stunde früher zugemacht, weil wir haben die 200 Euro nämlich erreicht und die würde ich jetzt halt auch gerne ausgeben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Für so einen kleinen Kühlschrank, den habe ich jetzt mal gekauft. Noch nicht. Erstmal in den Warenkorb liefern. So. Boah, der fette Kühlschrank kommt an. Wie drehe ich den hier? So. Das ist halt die Frage. Hier, so schaut der gut aus, ne? Genau. Da stellen wir den einmal hier schön hin. Jawohl. Und da sollten wir jetzt auch Wasserflaschen reinpacken können, hoffe ich mal. Sehr gut. Das schaut auch jetzt schon mal gut aus. Wir haben jetzt zwar nicht mehr viel Geld, das Mehl ist auch ausgegangen, aber das kümmern wir uns morgen drum. Wie viele Kunden hatten wir? 20. Ja, okay, wir haben auch eine Stunde früher zugemacht, aber 7 Leute haben natürlich nicht gefunden. Wir haben 70 Euro Minus gemacht. Das müssen wir heute alles besser machen. Wir haben 34 Euro, für die wir ein bisschen Mehl kaufen können. Ich hoffe mal, das reicht. Wie kostet Mehl hier? Wo haben wir Mehl? Mal Mehl finden, ne? Ja, guck mal, ist recht easy Mehl. Guck mal hier, 2, zack, kaufen. Haben wir wieder Mehl. So, und ich würde sagen, wir kaufen auch nochmal einen Käse. Einfach weil, nee, warte mal, Käse, da brauche ich doch bestimmt wieder irgendeine Gefriertruhe. Ich würde sagen, wir kaufen mal schwarzen Kaffee. Der ist aber zu teuer, schwarzer Tee. Ja, ich komme. Möchtest du Nudeln haben? Gerne, Nudeln sind immer gut. So, 1 Euro bekommst du zurück. Schönen Tag noch. Was ist jetzt hier? Wir sollen eine Erweiterung für unseren Supermarkt kaufen. Das interessiert mich auch mal, wie ich das machen soll über den Computer. Gucken wir uns auch mal gleich an. So, hier. Kaufe ich denn hier Erweiterung? Ah, hier Wachstum oder was? Genau, hier. Ah, okay, ich verstehe. Hallo, ein Großeinkauf. Gerne, gerne. 14 Euro und 60 Cent. Gerne. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Hier, unser Wasser ist viel zu günstig. Das kostet 95 Cent. Ich glaube, es hackt hier langsam. 2,60 Euro machen wir das mal hier. Ich glaube, es hackt hier. Viel zu billiges Wasser verkauft. Viel zu viel, Minus würde ich jetzt nicht sagen, aber viel zu viel nicht Plus gemacht. Das klingt gut. So, letzte Kunden für heute. Kauft auch nochmal gut ein mit 16 Euro. Bekommt 3,40 Euro einmal zurück. Jawohl, wunderbar. Okay, eine Kundin machen wir anscheinend noch, aber wir machen schon mal hier zu, damit keiner hier mehr kommt. Jawohl, wunderbar. Zahl mit Karte 15,80 Euro. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei 234 Euro, aber das reicht noch nicht, um hier das zu kaufen, weil das kostet 350. Was wir auf jeden Fall jetzt nochmal brauchen, ist hier ein bisschen Mehl und ein paar Schokodinger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, so, das kaufen wir jetzt nochmal schnell. 2 Packungen Mehl. Und wo sind meine Schokodinger? Kaufen wir auch mal 2 Packungen. Dann würde ich aber noch sagen, wir kaufen auch noch 2x schwarzen Kaffee. Dann haben wir 193. Oh, nach 21 Uhr haben wir auch geschlossen. Okay, dann machen wir Day 5. Hatten wieder 25 Kunden. Ein Profit von 200 Euro ist nicht schlecht, würde ich sagen. Oh, das Müsli ist nach oben gegangen. Aber die Nudeln auch. Das ist gut, weil die Nudeln haben wir noch viel zu viel eigentlich. Genau, Nudeln gucken wir mal den Preis an. Genau, Nudeln machen wir jetzt 3,30 Euro, dass wir die verkaufen. Haben wir 2,32 Euro Gewinn. Und die Schokochips sind auch nach oben gegangen. 8,60 Euro. Dann machen wir die mal 8 Euro. 8,50 Euro. Alles klingt gut. Machen wir einmal hier Auffüllerei, würde ich einfach mal behaupten. Ne, was war denn das jetzt hier? So, Regal ist wieder aufgefüllt. Wir gehen wieder rein in den Tag und verkaufen wieder ein paar Sachen hoffentlich. Hoffentlich kommen heute auch mal ein paar mehr Menschen. Weil es ist wirklich immer armselig, wie ich hier ewig warte. Oh, wir brauchen dringend noch Wasser, fällt mir gerade auf. Jetzt haben wir haben nichts mehr. Nein, wir brauchen Wasser. Wir haben noch eine Wasserflasche. Okay, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal drauf achten noch. Was hatte denn der für einen Rieseneinkauf? Ach du Kacke. 28 Euro trotzdem nur. Ja, der hätte ein bisschen mehr Teures kaufen sollen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir sind jetzt hier schon ein paar Stunden da, aber irgendwie hat noch keiner Kaffee gekauft. Das ist schon wirklich belastend. Ich glaube, Kaffee ist so mein größter Reinfall bisher. Also hat noch wirklich keiner Kaffee gekauft. Oh, der erste Mann, der Kaffee kauft. Aber auch nur den Kaffee. Naja, muss man nehmen, wie es ist. Vielen Dank. Kaufen Sie gerne öfters Kaffee. So, es ist wieder 9 Uhr. Deswegen machen wir den Laden zu. Wir haben jetzt allerdings auch die 350 erreicht, die wir zur Erweiterung unseres Ladens brauchen. Deswegen werden wir unseren Laden jetzt vergrößern. Haben jetzt hier hinten noch ja ein bisschen was bekommen. Ist sehr mau, aber für den Anfang würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht schlecht. Und wir schauen uns an, was wir heute so verdient haben. Ja, es waren nur 24 Kunden. Also ich weiß nicht, die Kunden werden irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich da noch machen muss. Wir gehen trotzdem mal rein in den nächsten Tag. Ayo, ayo,
Eier wurden billiger. Okay, so, das müssen wir einmal zurückstellen hier, da wir natürlich einen größeren Laden bekommen haben. So habe ich jetzt den Laden umgebaut. Schaut jetzt also schon besser aus. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen nochmal für 28 Euro ein paar... was brauchen wir? Wir brauchen ein paar... Brote brauchen wir. So, Brote haben wir aufgefüllt. Deswegen machen wir auf... Wir brauchen jetzt natürlich ein paar neue, ja, neue Regale wieder und ein paar neue Lizenzen. Ne? Da werde ich jetzt heute auf jeden Fall mal ein bisschen sparen und brauchen wir. Mich würde mal echt interessieren, was hier drin ist. Deswegen bin ich wirklich ganz aufgeregt. Ich bin ganz gespannt, was hier hinter der Tür versteckt ist. Dann zahlen wir mal gleich unsere Rechnungen. Machen nicht, weil wir haben nur 80 Cent. Wisst ihr, was wir jetzt einfach mal kaufen? Und zwar, ja, laufen sehr viele immer hier vorbei und sagen, sie haben den schwarzen Tee nicht gefunden. Ne? Deswegen kaufen wir jetzt mal eine Ladung schwarzen Tee. Bauen die mal da bei den Nudeln mit ein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Einfach mal hier. Schön rein. Den Preis dürfen wir gleich nicht vergessen zu ändern. So, wie viel bekommen wir für einen schwarzen Tee? Ja, 4 Euro... Nehmen wir 4,70 Euro. Das ist ein fairer Preis, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, am Ende des Tages ist der Laden auf jeden Fall gut leer, wenn ich das euch mal zeigen kann. Und zwar sieht das jetzt einmal so hier aus. Was mir jetzt auch auffällt, hier sind gar keine Lichter auf der dazu gekauften Fläche. Deswegen habe ich mir mal schnell Lichter noch vorher bestellt. Und werde die Lichter jetzt einmal anbringen. Also bis gleich. So, Lichter sind jetzt schön angebracht. Und dann würde ich sagen, wir beenden einmal den Tag Nummer 7. Hatten wieder 25 Kunden. Nennen Gewinn von 192. Das ist nicht schlecht. Deswegen würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne nochmal einen Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Neues. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Ich hab schon 365 Tage ewig lang gewartet. Völlig aus Atem. In den letzten 52 Wochen den Kopf so oft zerbrochen. Und jetzt ist es einfach passiert.